einfache Verwaltung, die für jeden zugänglich ist und die dafür sorgt, dass der Bürger, der ja Rechte hat, diese Rechte auch nutzen kann. Das ist eigentlich eine Riesenchance für diese Regierung. Wir sind als Ampelkoalition angetreten als Fortschrittskoalition. Und wir haben uns unglaublich viel vorgenommen und dann kam im letzten Jahr der 24. Februar. Es kam dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine und natürlich war das Jahr 2022 dadurch sehr stark geprägt von Krise, von Krisenbewältigung. Und wir haben so viele Unkenrufe gehabt. Der Winter der Wut, dieses Land wird gespalten, das Land wird auseinanderbrechen. All das ist nicht passiert. Unsere Demokratie hat es jetzt sehr stark bewiesen. Aber jetzt ist die Zeit, dass wir darauf aufbauen und dass wir strukturelle Lehren ziehen, auch wenn es um Digitalisierung geht. Das heißt für uns, dass wir digital resilienter werden, also bei der Cybersicherheit nachlegen und so auch die Sicherheit Europas und die Sicherheit Deutschlands stärken. Das heißt, dass wir schneller werden bei der Digitalisierung. Wenn wir über Planungsbeschleunigung sprechen, muss auch die digitale Infrastruktur in den Blick genommen werden und unsere Verwaltungen müssen endlich digitaler werden. Und das heißt für mich drittens, dass unser Sozialstaat endlich so einfach, unbürokratisch und für jeden nutzbar wird, dass jeder Bürger und jede Bürgerin zu ihrem Recht kommt. Ich glaube, erstmal müssen wir Digitalisierung als eine Art von Prozess begreifen. Manchmal gibt es so zwei Arten, über Digitalisierung zu sprechen. Das eine ist, da kommt eine neue Technologie und das ist ein Wundermittel, das löst alle unsere Probleme. Und die andere ist, Digitalisierung, das könnte was Gefährliches sein, lass mal lieber langsamer machen. Und beides sind am Ende fatalistische Herangehensweisen, die so tun, als wäre Digitalisierung etwas, was uns passiert und nicht etwas, was wir gestalten. Und wir müssen zeigen, wie wir sie gestalten können. Und dabei sind zwei Dinge für mich sehr, sehr wichtig. Das erste ist die Gerechtigkeit. Wer kann eigentlich mitmachen? Da sprechen wir darüber. Hat eigentlich jeder Schüler und jede Schülerin Zugang zum digitalen Endgerät? Da sprechen wir über Bildung. Wer kann eigentlich lernen in der Digitalisierung? Nicht nur junge Menschen, sondern vielleicht gerade die 55-jährige Facharbeiterin. Kriegt die noch mal eine Weiterbildung? Auch das sind Fragen der Gerechtigkeit. Und drittens, führt eigentlich Digitalisierung zu mehr Ausbeutung oder schaffen wir es, Arbeitnehmerinnenrechte gerade auch im digitalen Raum umzusetzen? Musik.